Hallo, hallo, hallo! Und willkommen zurück zur nächsten Folge Toonstruck. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wir haben in der letzten Folge einen etwas schrägen, verstörenden und sehr gruseligen Clown kennengelernt. Und dieses absolut gemütliche, dicke Alligator-Wächterlein zum Schlafen gebracht. Dann schauen wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Vernietete Plattform, okay. Irgendwas ist offenbar von oben her festgeschraubt. Irgendwas ist offenbar von oben her festgeschraubt. Okay, können wir irgendwie die Schrauben lösen? Echt, das geht? Ich habe die Rüstung, aber ich kann nicht sehen, was ich mache. Welche Rüstung? Schauen wir mal, was es so gibt. Welche Rüstung? Das ist Widerlus? Der Übelator? Ach, die Rüstung! Ah, okay, okay. Funktioniert das jetzt? Klingt, als wäre das meine Rüstung. Bringt das irgendwas? Okay, guck mal, ob das was gebracht hat. Das war jedenfalls ungewöhnlich. Okay. Nicht, dass wir jetzt Schach spielen müssen. Wenn ich das Ding einfach aufdrücken könnte, wäre es ja wohl eine armselige Sicherheitstür. Wenn ich das Ding einfach aufdrücken könnte, wäre es ja wohl eine armselige Sicherheitstür. Ja, ja, ist gut, aber was ist mit der Rüstung? Nix. Probieren wir das nochmal. Muss die irgendwo anders hin? Ich glaube, ich sollte mit meinem Ritter nochmal Gassi gehen. Okay. Was bringt das? Fällt dann irgendwas ab? Ah, okay. Bringt das was? Oder machen wir gerade einfach nur Blödsinn? Ja! Das hat was gebracht! Okay, jetzt bin ich gespannt, was dahinter ist. Das Glück ist mit den Dummen. Und wir, also ich, bin sehr dumm. Oh, fuck. Das? Der große Dummbatz mit der riesigen Schaufel. Dieser kleine Kerl mit dem Schaufelhut. Jungs? Sollen wir nicht eigentlich diese Vorräte bewachen? Wir bewachen doch gerade die Vorräte. Oh, ich dachte, wir spielen gerade Karten. Wir spielen ja auch
Karten. Aber... Ah, weg ist es. Okay. Kriegen wir die irgendwie auf, die hoppelnde Kiste? Hallo? Dreh? In Ordnung, Freundchen. Weg von dem Frosch. Keine Aufregung. Ich bin ein Freund deiner Brüder. Meiner Brüder? Haben sie dich geschickt, um mich zu retten? Naja, Oh, ich wusste es. Also, mein neuer Freund, wie sieht der Fluchtplan aus? Tja, der Plan ist noch ziemlich in der Entwicklungsphase. Nur ein paar Notizen, eigentlich. Genauer gesagt, ich habe gar keinen Plan. Oh, hey, warte mal. Du bist der Fremde? Schätze, ja. Ich habe gehört, wie Widerlos über dich geredet hat. Und über irgendein transdimensionales Warpgerät, das er erfunden hat. Warpgerät? Er sagte, dieses Gerät könne ihn in deine Welt bringen. Er hat Experimente durchgeführt in seinem Hauptquartier im 4. Stock. Meine Welt. Das könnte meine Fahrkarte nach Hause sein. Ich gehe hier nicht ohne dieses Gerät raus. Aber was ist mit dir? Ich fürchte, das hier ist eine ziemlich schwache Rettungsaktion. Mach dir keine Sorgen um mich, mein neuer Freund. Jetzt, da du mich befreit hast, kann ich ans Ufer schwimmen und Hilfe holen, während du nach dem Warpgerät suchst. Ans Ufer schwimmen? Aber das ist unmöglich. Ach, Krötenscheiße, nicht für einen Frosch. Bevor ich gehe, möchte ich dir das hier noch geben. Ich glaube, er hat etwas mit dem Warpgerät zu tun. Aber ich weiß nicht genau was. Einer von Widerlos Muskelmännern hat ihn fallen gelassen. Danke, Reh. Ich danke dir, dass du mich befreit hast, mein Freund. Das werde ich dir nie vergessen. Boah, viel Glück. Okay, brauchen wir irgendwas hier? Sprengstoff, Radio. Das Radio wird auf keinen Fall ausmachen. Leere Kiste bringt mir gerade auch nichts. Ich guck mal, ob wir erwischt werden gelaufen. Nee. Der geht nicht weiter. Hör mal, du Idiot. Wie oft muss ich dir das noch sagen? Es gibt nicht die geringste Möglichkeit, dass dieser jämmerliche Knilch aus dieser Zelle rauskommt. Du hast recht. Eine bescheuerte Idee. Natürlich habe ich recht. Darum bin ich ja auch der Anführer. Aber wir sind rausgekommen. Also nur so nebenbei. Okay, schau mal, was wir sonst noch machen können. Treppenabsatz. Zweiter Stock. Da hoch waren Wachen. Gucken wir mal, ob das Ding ins Loch passt. Aber da ist ein Loch drin. Okay, das ist es nicht. Was war hier? Ach, die Küche. Nee, Küche bringt mir gerade auch nichts. Prinz Rüssel, der Bewusstlose. Dum 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 dum. Klimathronzimmer. Steuerung. Loch. Ah, da könnte der Kristall reinpassen. Passt nicht. Okay, passt nicht. Ah, wir haben schon zwei Kristalle. Okay. Ist da oben noch irgendwas, was wir gebrauchen könnten? Spinnen. Können wir die Spinnen inzwischen irgendwie mitnehmen? Wüsste nicht wie. Und schon geht es wieder los. Flup, flup, flup. Das Waschbecken. Das Waschbecken. Ja, das bringt mir überhaupt nichts. Dusche. Jo, dachte ich mir.
ist immer noch eine kaputte Dusche. Hm. Kann man da was mitnehmen? Nee. Funktioniert das? Die Dusche funktioniert nicht. Was ist damit? Warum nicht? Oh, okay, das geht. Hm. Okay, wozu brauchen wir das jetzt? Was hier? Erstmal. Oh, fuck. See you later, Alligators. Hm. Das bringt das Wasser? Nee, den wieder aufwecken ist wahrscheinlich nicht so die gute Idee. Da war der verrückte Clown. Den sollten wir auch nicht wieder aufwecken. Garantiert aus 100% stahlfreiem Edelrost. Hm. Rostet er durch das Wasser? Aber ist ja eigentlich kein Salz drin. Ups, jetzt habe ich doch glatt aus Versehen Wasser über diesen armen, rostigen Roboter gekippt. Hm. Okay, was bringt's? Ein Truthahn ist genug. Ich mache Diät. Ein Truthahn ist genug. Ich mache Diät. Okay, was bringt uns das jetzt? Ein Herd. Ein Herd. Knopf. Einmal gar nichts, wie bestellt. Kann ich den irgendwie vergiften? Okay, Chloroformhühnchen gibt es heute scheinbar nicht zu essen. Boah, ich muss irgendwas mit dem Hühnchen machen. Es ist die Pflicht jedes guten, verrückten Clowns, auf ein nettes Äußeres zu achten. Können wir das Hühnchen mit Helium füllen? Ja, genau, das ist es. Ein schwebender Truthahn-Leichnam. Ich verliere gerade den Verstand. Ich fand die Idee gut. Ich fand die wunderbar. Ich weiß zwar nicht, wofür das gut ist, aber ich fand die Idee gut. Hm. Nee, da lang bringt mir nichts. Boah, ich hab keine Idee. Ich hab keine Idee. Ah, das TNT wäre saugut da drin, aber das bringt mir nichts. Ich komm da nicht ran. Ich muss irgendwie die Wachen ablenken. Tür zum Erholungszimmer. Ja. Ich muss die irgendwie ablenken. Jede Menge interessante Sachen da drin. So ein Mist, dass diese Alligatoren da Wache schieben. Ja. Aus denen sollte jemand Handtaschen machen. Aber wenn jemand Handtaschen aus Alligatoren macht, dann kommt Peter und beschwert sich. Blöder Peter. Ich wollte eigentlich nur dahin gehen. Okay. Wir können mit der Kiste. Okay, wie geht das? Ah, okay. Okay, der hört uns. Hä?
Ah, okay. Wir müssen es machen, wenn er sich die Ohren reibt. Reib dir die Ohren, reib dir die Ohren. Also das Ohr. Na komm. Ah, dauert das. Na komm, komm, komm. Komm. Öhrchen. Dein Öhrchen juckt. Aber ganz doll. Sag ich doch. Du willst dich kratzen. Kratzen in deinem Ohr. Es juckt so schlimm. Du wirst am liebsten ein Wattestäbchen reinstecken. Und den ganzen Tag genau das. Yay, wir haben Sprengstoff. Jungs, sollen wir nicht eigentlich diese Vorräte bewachen? Wir bewachen doch gerade die Vorräte. Oh, ich dachte, wir spielen gerade Karten. Wir spielen ja auch Karten. Aber... Ah, was ist es? Das hatten wir doch schon gehört, egal. Dann Sprengstoff... Da sagen die Leute, man soll nichts von der Stange kaufen. Wieso nicht? Truthahn und Füllung. Lecker. Explosiver Truthahn. Das ist mein Lieblingsrezept von Jamie Oliver. Küche? Haben wir überhaupt irgendwas, um Feuer zu machen? Herdklappe. Okay. Die Zündschnur ist wirklich verdammt kurz. Ich sollte mich lieber beeilen. Da rein. Hier, Jungs. Damit könnt ihr mal so richtig die Kuh fliegen lassen. Das war ein Witz mit den Handtaschen. Oh. Okay, schauen wir mal, wie es denen jetzt so geht als Handtasche. Mein Leben als Handtasche. Jetzt in jedem guten Bücherhandel. Ruheraum. Wohl eher ewige Ruheraum. Diese Party endete zumindest mit einem richtigen Knaller. Badumts. Krokolederwaren. Sie sind jetzt zwar viel ansprechender als vorher, aber anfassen mag ich sie immer noch nicht. Billardkö? Was gibt's sonst noch? Kaputtes Spielzeug. Wir haben ihr letztes Spielchen gespielt. Die nächste Runde geht gegen die Taschendiebe. Hä? Diese Spielrunde ist wegen höherer Gewalt definitiv beendet. Hat die Explosion nicht überlebt. Okay, sonst ist hier nix. Aber wisst ihr, was da noch war? Ja! Das Ende dieser Folge. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten auf Like drücken würdet und mich abonnieren. Ja. Das wollte ich nur mal gesagt haben. Ja. Habe ich sonst irgendwas vergessen? Ach ja, ich hab euch lieb. Bis bald. Cheerio.